Boah, das leckt sogar schon, wenn ich die herstelle. Nicht gut. Und die Zahl da oben verändert sich nicht. Oh. Spiel kaputt? Nein. Cobblestone? Ja, mal eben 8000 Cobblestone verballert. Sehr schön. Das rein, du rein, 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 rein. Und jede Menge Strom übrigens, ne? Jeder Rein- und Rausgang ins System verbraucht ja gut Strom. Und wenn ich hier stackweise Sachen herstelle, schon schick. So, dich dahin. Ja, wir haben zu viel Sand. Wir haben zu viel Rubberwood. Wir haben viel zu viel Gunpowder. Also ich baue später eine Plattform, mindestens eine Plattform, sage ich lieber jetzt. Eine Plattform, wenn nicht sogar mehr, für eine Müllvernichtungsanlage. Das geht wesentlich einfacher, aber ich mag das ganz gerne, wenn wir das mit den hier machen. Mit den Level-Emittern. Das heißt, das checkt denn das System, wie viel Gunpowder haben wir im System, sobald mehr als 500 da sind, das da bitte zerstören. Und so können wir das schön sauber halten. Was später nicht so wirklich notwendig ist, weil theoretisch könnten wir. Storage. Theoretisch könnten wir solche Storage-Chips hier bauen. Da passt sehr viel rein. Und ich glaube, sind das schon die höchsten? Special Storage Class. Ja, ich glaube, das sind die höchsten. Brauchen aber auch dementsprechend Ressourcen. Oh, warte mal. Fluix Pearl. 2 hoch 3 sind 8. Stores up to 2 bei 2 bei 2. Ah, das ist wieder was anderes. Okay, Entschuldigung, ich habe mich vertan. Das hier sind keine direkten Storage Chips für Gegenstände. Das sind Storage Chips für Gebäude. Man könnte sich theoretisch ein Gebäude schnappen, also unsere Plattform oder unseren ganzen Würfel, den abspeichern, wo welcher Block ist und die Informationen dann im System einlagern. Und dann jederzeit diesen gesamten Block, unseren gesamten super tollen Würfel, an dem wir seit Hunderten von Folgen arbeiten, mit einem Klick aufbauen. So soll das Prinzip sein. Habe ich noch nie versucht. Das ist für mich ganz neu. Klingt auf jeden Fall interessant. Und könnten wir benutzen, wenn wir später die Welt oben aufbauen. Also Langzeitziel ist ja eine richtige Welt aufzubauen. Nicht so einen komischen im Void fliegenden Würfel. Und da werden wir recht viel copy-pasten müssen. Hat Gott bestimmt auch gemacht. Also dürfen wir das auch. Das ist okay. Und ja, ich habe uns gerade mit Gott verglichen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich hätte gern was pulverized. Nimm, 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 nimm. Da. Oh, noch ein Vorschlag. Also abgesehen davon, dass wir die ganzen Maschinen hier in die Wände einlassen können und das mit den Covern wohl auch geht, was wir dann bei Zeit noch machen sollten. Abgesehen davon war auch noch ein Vorschlag, dass wir zwei, drei Pulverizer herstellen und einfach irgendwo eine Ecke tun für genau solche Sachen. Also wenn ich mal von Hand in Anführungszeichen irgendwas herstellen will, dass ich nicht dann immer diese armen Maschinen hier behellige, sondern das dann bei den Maschinen machen kann. Oh, und wo bist du? Magma Crucible? Genau, du. Bitte einmal füllen. Und ich bräuchte einen Redstone. Und ich hoffe, wir haben inzwischen genug. Ja, das schaut doch gut aus. Gib her. So, gib Redstone da. Schmilz ein, tu da rein. Die nehmen wir schon mal. Das wird jetzt ein bisschen wehtun, was die Reserven angeht, aber wir hatten eben gerade noch 400, das ist okay. Ist übrigens noch ein Vorteil von dem Zeitraffer und dem Off-Camera, was ich bisher gemacht hatte. Die Ressourcen trudeln halt rein. Man kann sich eher auf das Bauen konzentrieren. Apropos Bauen, wir wollten jetzt die Kabellage machen und die ganzen Gerätschaften bauen. Also Aqueous Accumulator haben wir, Importe haben wir, Exporte haben wir, Kabel sind wir dran, also Conduits. ME-Kabel. Das ist mau. ME-Kabel, da wird wieder Fluix Dust fehlen, ha? Nee. Zwei, drei Viertel Stacks, das wird reichen. Oh, irgendwo schießt irgendwas auf irgendwen. Tot. So. Das ziehen wir einfach mal hier lang. Das müsste theoretisch bis da hinten gezogen werden. Ja, komm. Ging das hier? Ja, bei denen ging das. Nein, ging nicht. Oh. Ich hätte gerne einen leichten Weg, die Kabel zu überlegen. Weil mit dem Schweben geht das zwar, aber ich muss immer genau den richtigen Pönöpel da finden.
Den da. Dann wieder ein Stück zurück, wieder ein Stück zurück. Ist ein bisschen friemelig. Also falls jemand da einen besseren Weg kennt, immer her damit. Ich glaube, Builders Wand wird nicht gehen. Genau. Builders Wand wird nicht. Ich will doch bloß. Danke. So. Schon wieder. Ja, genau deswegen. Falls ihr einen besseren Weg kennt, bitte her damit. So, jetzt brauchen wir hier jetzt eine Abzweigung. In die Richtung. Ding. Ich behebe einfach später alle Fehler. Ich glaube, das ist ein bisschen zeiteffektiver. Ja. Ja. Das ist okay. Verbraucht jetzt übrigens alles auch Energie, ne? Also jedes Kabel, das wir setzen, verbraucht durchgehend Energie aus dem ME-System. Aber 2000 Buckets Lava, ne? Das dürfte okay sein. So, jetzt müssen wir das von hier hochziehen. Wo ist die Mitte? Da ist die Mitte. Z. Bleib auch bitte in der Mitte. Hier. Also von hier aus hochziehen. Da. Ja. Und dann hier lang. Das ist jetzt in der Zwischenebene unter der Farm. Und wird dann angeschlossen am Planter war das, den wir noch nicht gebaut haben. So, du kannst weg. Fliegen, Shift drücken und alles gleichzeitig. So. Da kommt jetzt der Exporter hin mit den Samen unserer Wahl. Bloing. Der Accumulator kommt. Fliegen, Leertaste und überhaupt so. Kommt dahin. Du brauchst oben einen Ausgang. Der Rest war egal. Und du bist immer an. Okay, das war ME-Kabel. Nicht von der Seite, wo ich es eigentlich geplant habe, aber das ist vollkommen egal. Die Kabel müssen um jeden Block einmal rum. Das ist dann schon mal okay, dass wir das gemacht haben. Strom. Strom sollte jetzt auch hier lang. Was ein wenig ungünstig dadurch eigentlich ist, weil jetzt beide Kabel von derselben Richtung kommen. Aber ich kann das ja abändern. War. Sind ja flexibel und so. Da. 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 Oh. Das Ganze im Regen, fliegenderweise, über dem Nichts. Blitzschlag wäre jetzt lustig. Oh. Aber ich glaube, das würden wir sogar überleben. Ich wurde noch nie vom Blitz getroffen. Ich habe es im Multiplayer mal gesehen, aber selber noch nicht. Kann man bestimmt auch irgendwie forcieren, aber nö, lass mal. So. Ja, jetzt ziehe ich das. Boah, wo ist die Mitte? Das Schlankern ist ein bisschen doof. Wenn man stehen bleibt, dass er noch weiter fliegt in die Richtung. So wie auf rutschigem Eis. Oh. So, Fehlerbehebung. Ding, 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 ding. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, das nachträglich zu machen. Und jetzt von hier aus gehen wir nach da rein. Gut. Da, 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 da. Und jetzt hier so lang. Tippel, 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 tippel. So. Achso, das kann direkt ran. Einer fehlt. Ja, dich nehmen wir mal hier weg. Und komm. Hab ich dich? Hab ich, ja. So, also wir haben Stromversorgung. Wir haben den Exporter. Der Planter selber brauchte keinen Importer. Da stellt ja nichts her. Nee, okay. Dann brauchen wir jetzt noch die Kabellage für den Harvester. Der Harvester sollte hier an die Ecke. Und der braucht ein bisschen mehr ME-Zeug. Also verlängern wir die Kabel mal von hier. Da. Stecken das mal hoch. So. Machen dich hier rum, dass das mittig rausgezogen wird. Uah. Muss denn hier die Plattform unbedingt zu Ende bauen. So, dich hier raus, raus, raus. Hm, ja. Und dann muss ich da später gucken. Also wo jetzt alles hinkommt. Weil das Ding braucht ja echt viel Importer, Exporter, Fluidzeug und Kisten dran und was weiß ich. Das, ne? Hier hinten.
über Löcher am Boden, die nicht so schön aussehen, Hühner, die dumm rumstehen. Das, ne? Dauert eine Weile, sowas aufzubauen. Oh, und das Ding soll laut Kommentaren so in der Form nicht funktionieren. Das braucht wohl irgendeine Art Essenz, die man da hinzufügen muss durch irgendwelche Röhrensysteme oder sowas. Also könnte ich es eigentlich abbauen, aber warum? Sieht schick aus. Ja. Bauen wir jetzt am besten mal die Maschinen, die restlichen. Damit ich genau weiß, wo ich was hinstellen soll. Also ich hätte gerne eine sehr exklusive Kiste. Ich hätte gern ein Planter. Planter. Da brauche ich ein... Also Flowerpot, ja okay. Bauen wir mal drei Flowerpots. Planter, gut. Harvester. Und das war's dann, glaube ich, schon, oder? Das Invar-Zeug werden wir nicht haben, ja. Eine Invar-Axt, bitte. Noch eine Invar-Axt, bitte, für später. Weil wir wollten mindestens noch eine Farm bauen. Ja, und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scheren. So. Du dahin. Okidoki. Also. Hier. Planter gleich. 1, 2, 3, 4. Hier. Kommt der Planter hin? Können wir Fluid von überall absaugen? Ich hoffe mal. Saugen wir jetzt Fluid mal von unten ab. Setzen dich da drauf. Drehen dich richtig hin. So, hinten dran kommt die Kiste. Unter der Kiste kommt ein... wir haben keinen ME-Importer dabei. Der muss in die Kiste, aber die Kiste kann ja erstmal so befüllt werden. Das dauert ja eine Weile, bis die voll ist. Dann fehlt noch Strom. Da haben wir nicht genug Conduits, die müssen erstmal befüllt werden. Oh, was die Übergänge in die Zwischenebenen angeht, gab es auch noch den Hinweis von den ganz normalen Bildertüren, wie sie sich nennen. Also man haut einfach ein Loch in die Wand und setzt dann ein großes Bild drauf. Es gibt ja diese 3x3 oder 2x2 Bilder. Damit könnte das sogar gehen. Und da geht man einfach durch die Bilder durch. Weil die Bilder zählen nur als der eine Block, wo man das Bild hinsetzt. Aber es wird grafisch mehr Fläche beansprucht als der eine Block. Damit ginge das. Muss ich mal gucken. Genau, Importer. Importer. Zick. Ich habe keine Kabel. Das stimmt so nicht ganz. Importer. Bevor ich jetzt wieder laufe, welche Samen bauen wir an? Sweet Potato, Zucchini. Was ist mit Soja? Ich wage mich zu erinnern, dass Soja wichtig war für die Quests. Gucken wir mal ins Questbuch, würde ich sagen. Du. Klick. Hell's Kitchen. Klick. Kann ich noch nicht sehen. Das sollten wir demnächst... Milch. Ich vergesse immer wieder Milch. Noch eine Sache, die ich in Zeitraffer nach den Aufnahmesessions machen könnte, wäre Kühe herstellen. Also, ne? Einfach in die Pampa fliegen können wir ja jetzt. Ein Biom suchen und dann in die Richtung stupide Cobblestone-Straßen hinbauen. Cherry Jelly Sandwich. Kirschchili. Oh, mit Gouda aber. Njam, 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 njam. Ja, krieg Hunger. Samen. Beet, Barley, Sugarcane, Bamboo. Das wird jetzt eine ganz... Soybean. Ich wollte gerade sagen, es wird gerade eine Wissenslücke sein. Ich habe keine Ahnung, wie sowas aussieht oder in was für einer Form Soja... Naja, Bohnen ist ein Strauch, so ein... Wie heißt das, wenn die so an einer Rank hochklettern? Sollte ich eigentlich wissen, ich habe das studiert. Unter anderem. Naja, die 4 Semester. Aber das hatte ich gelernt. Ich habe die auch seziert und alles.
vibriert. Ja, also Soja nehmen wir dann mal. Ich hoffe, Soja kann man quetschen. Ich versuche das mal ganz schnell hier reinzulegen und wieder rauszunehmen. Was? Ich hab's rausgenommen. Also Soja kann man definitiv pressen. Das heißt, wir können uns ruhig anbauen. Ich brauche jetzt eine neue Soja. Samen. Peat. Cabbage. Kommt mal damit. Und das war gerade nicht beabsichtigt, dass sie kaputt geht. Für LOLs oder so. Ich hatte wirklich die Absicht, das einfach nur reinzutun. Gucken, ob der Strich sich bewegt und das dann rauszuziehen. Und ich hatte es eigentlich rausgezogen, bevor er sich bewegt hat. Aber nein. Das Spiel weiß es besser als ich. Und wenn wir das hier jetzt nicht bekommen, dann stelle ich mir einfach kurz hin, mache mit Bohnenmehl auf der einen Grasfläche ein bisschen Gras hin, säbel das Gras weg und dann kriegen wir schon schnell genug wieder zusammen. So, die alle rein. E-System ist voll. Oh, Cobblestone. Ach du gute Güte. So. Zurück mit euch. Rein mit euch. Okay. Das wird echt ein Problem. Da müssen wir tierisch aufpassen. Das waren meine Fackeln. Dodge. So. Haben wir jetzt... Klick. Haben wir jetzt Soy? Nein, haben wir nicht. Okay. Ich denke, für diese Session ist erstmal genug. Das heißt, ich werde jetzt Zeitreifer machen mit irgendwelcher mir gerade gefälligen Musik. Und wenn ihr jetzt gucken wollt, was ich hier jetzt noch baue an Plattformen, könnt ihr einfach zugucken. Und sonst klickt ihr einfach auf nächste Video. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bye bye. Going to enjoy this. Goose, set your axe on straight.